Ich bin Rahel, ich bin 26 und ich leide unter einer Anpassungsstörung. Ich bin mit 15 vergewaltigt worden. Das war an einem Stadtfest. Ich habe die Person flüchtig kennt, nicht gut. Und er hat dann mich wollen und ich wollte das nicht. Und dann kam es zu der Vergewaltigung. Und vor 3 Jahren, also mit 23, bin ich Opfer geworden von einem Überfall auf meinem Arbeitsweg. Ich habe es einfach verdrängt und es war voll okay. Ich habe mein Leben weitergelebt, ich habe mit meinen Freunden Zeit verbracht. Ich habe einfach den normalen Alltag weitergelebt, weil ich das wie nicht wahrhaben wollte. Und das ist auch sehr lang sehr gut gegangen. Der Tag X, wo nachher das ganze Kartenhaus zusammengebrochen ist, war eigentlich genau vor einem Jahr. Der Auslöser war eigentlich, dass ich meinen Job verloren habe, damals, wo mir mega viel Halt und Kraft gegeben hat. Dann ging es mir los, ich war nur noch unterwegs, also nur im Ausgang mit Kollegen unterwegs. Ich bin den ganzen Tag einfach hauptsächlich nicht daheim. Und meine Gedanken waren immer, es hat keinen Wert, ich mag ihn nicht mehr, ich will das Leben nicht mehr, ich bin nur eine Last für alle anderen. Wieso tue ich allen anderen das an? Und es wäre viel einfacher ohne mich. Und ich hatte immer mega Augenringe und war sehr viel krank, weil halt meine Psyche meinem Körper etwas sagen wollte. Und zwar, hey, schau, jetzt ist hier die Grenze, du musst jetzt etwas machen. Ich bin am 4. August vor einem Jahr, also 2020, bin ich im Ausgang gsi. Es war wieder so ein Tag, wo es mir sehr, sehr schlecht ging. Ich hatte auch recht viel dann halt getrunken, um diesem Gefühl keinen Raum zu geben. Und nachher plötzlich bin ich in diesem Raum gestanden und ich hatte das Gefühl, das Leben zieht an mir vorbei. Ich hatte Kontrolle über mich selber nicht mehr. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich muss jetzt hier raus. Und hinter dieser Bar jetzt bin ich voll in mich hineingehauen. Ich habe rumschreien. Ich habe einfach gesagt, ich möchte nicht mehr leben. Ich kann das nicht mehr. Und habe nur noch gebrüllt, bin am Boden gehockt. Und dann ist ein Pärchen vorbeigelaufen und sie haben mich angesprochen und haben auch gesagt, hey, brauchst du Hilfe? Ist alles okay? Und irgendwann haben sie dann gemerkt, hey, okay, es ist ernst. Sie braucht Hilfe. Wir müssen jetzt etwas machen. Dann haben sie im Krankenwagen angerufen. Die sind auch recht schnell dann gekommen. Dann bin ich ins Spital geliefert worden unter akuter Suizidalität. Weil ich habe wirklich, also ich habe dort mit meinem Leben eigentlich abgeschlossen und ich möchte auch ehrlich gesagt gar nicht daran denken, was gewesen wäre, wenn sie jetzt nicht gekommen wären, die beiden. Ich bin dann etwa 8 Stunden in dieser Notaufnahme gewesen. Und dann haben sie mich wie vor die Wahl gestellt, schauen sie, entweder sie gehen jetzt freiwillig in die psychiatrische Klinik oder wir geben ihnen ein FU, das ist eine fürsorgliche Unterbringung, das heisst, ich musste gehen. Und dann habe ich wieder gemerkt, hey, Rahel, schau, jetzt ist der Punkt, du bist eh voll am Boden, du hast eh nichts mehr zu verlieren. Jetzt musst du einfach etwas machen. Und dann bin ich auch in die Klinik übereingewiesen worden. Das ist ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe, weil man hat Therapien und das ist nicht so, man hat einfach jeden Tag 3 Stunden mit der Psychologin, sondern ich habe Ergotherapie gehabt, ich habe bastelt, ich war mega kreativ, was ich nie gedacht habe, dass ich das kann. Und ich habe das auch ein bisschen belächelt, wo mich meine Bezugsperson gefragt hat, ob ich möchte in die Ergotherapie oder Kunsttherapie, weil ich gefunden habe, das kann mir nichts bringen in meinem Zustand. Aber ich muss sagen, im Nachhinein ist das etwas mega Wertvolles, weil das, man gibt sich wie selber ein bisschen Bestätigung, man hat nachher das Endergebnis, man weiss, hey, ich habe das gemacht und es ist mega toll. Und das hat mir auch wieder mega viel so ein Selbstwertgefühl gegeben. Seit etwa ein paar Monaten, seit ich aus der Klinik draußen bin und sich alles ein bisschen eingependelt hat, ich wieder arbeite, wieder so ein bisschen meinen normalen Alltag habe, kann ich wirklich glaube, sagen, es geht mir wirklich wieder mega, mega gut. Mich am Leben gehalten hat eigentlich meine Familie und meine Freunde. Das kann man wirklich so sagen. Sie sind mein Fels gewesen, wie man so ein bisschen kitschig sagt. Sie haben mir gleich, auch wenn es mir sehr schlecht ging, ist, mega Halt gegeben. Und das ist eigentlich, denke ich, der Grund war, wieso ich das Leben nicht aufgegeben habe.